Hallöchen! Ja, falls du das letzte Video noch nicht gesehen hast, ich habe eine neue Frisur. Ich wollte nur ganz kurz darauf hinweisen, manche interessiert sowas ja und es war einfach dran. Die werden immer kürzer, aber ich finde es gerade wunderbar. Und das war es auch schon dazu. Also, das Video heißt, warum ich mein 30-tägiges Schweigen abgebrochen habe. Wie du vielleicht weißt, ich war in diesem Winter 2 Monate in Indien, also ich war auch in Indonesien und in Thailand, aber 2 Monate davon war ich, von meiner Reise war ich in Indien und habe dort in einer spirituellen Gemeinschaft gelebt, die ganze Zeit über. Da gibt es auch ein Video, das ist, glaube ich, einfach das davor. Kannst du auch mal schauen, wenn du das noch nicht gesehen hast. Und ich fange mal einfach vorne an, ja. Also ich habe schon öfter in meinem Leben, war ich schon in Schweigeretreats. Ich habe es auch schon, nachdem ich es ein paar Mal in Anleitung gemacht habe, auch mal einfach so für mich gemacht. Oder auch letztes Jahr mit Freunden zusammen in Thailand. Und ich wollte schon immer mal über Silvester schweigen. Und ich war halt in diesem Ashram, in dieser spirituellen Gemeinschaft und habe da schon mehrere Menschen so rumlaufen sehen mit so Schildern, I'm in silence, ja, also ich bin in Stille. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist ein Ort, wo das Leute machen, wo das normal ist, wenn man da so rumläuft und nichts sagt, ja. Weil wenn du so im Alltag hier unterwegs bist, dann kann man schon mal komisch angeguckt werden, wenn man nicht reagiert, ne? Aber dort ist es sozusagen ein Ort, wo das öfter passiert, dass da Menschen halt schweigen. Es gab auch Schweigeretreats, also ich hätte das auch mit Anleitung machen können. Und habe aber mich dagegen entschieden, weil es nicht der richtige Moment war und ich auch nicht das Geld dafür ausgeben wollte. Und habe dann gedacht, so Mensch, jetzt nutze ich mal die Chance und bin Schweigesilvester und wollte eigentlich 3 Tage schweigen. Also 30., 31., 1. Und hatte das auch mit meinen, ich habe da zu dritt haben wir in einem Zimmer gewohnt, habe denen das auch erzählt und dann Bescheid. Und dann habe ich gedacht, okay, 3 Tage Schweigen über Silvester. Einfach diesen Wechsel bewusst wahrnehmen, einfach mit mir sein und diese Zeit intensiv spüren. Ja, wenn du schweigst, dann geht's mehr in das Spüren so rein. Es wird auch, ich glaube, nächste Woche ein Video erscheinen, 5 Gründe, warum du mal einen Schweigeretreat machen solltest, beziehungsweise warum, für meine 5 Gründe, warum ich das immer wieder mache. Und ja, es ist einfach wirklich auch eine intensive Zeit immer. Und diese 3 Tage, ich habe damit so angefangen und habe gemerkt, es tut mir gut. Und ich hatte schon immer mal den Wunsch, einmal das Silvester zu machen, aber auch das mal 30 Tage zu machen. Ich wollte gerne wissen, wie das ist, wenn man so ganz lange schweigt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache 30 Tage draus. Von 3 auf 30. Und dann habe ich angefangen und ich will dir kurz beschreiben, wie das Umfeld so aussah, weil ich habe dann gemerkt, es gibt so unterschiedliche Arten, wie du das machen kannst. So, ne? Also die ersten Male habe ich immer ein Schweigeretreat in einer Gruppe gemacht, wo alle geschwiegen haben, wo es dann eine Lehrerin gab oder ein Lehrer, bei mir ist es halt eine Lehrerin. Und da bist du sozusagen, da schweigen dann alle und es ist nochmal ein ganz anderer Raum, der da entstehen kann. Ich habe sozusagen ein Schweigeretreat gemacht in einer Gemeinschaft, wo die meisten Menschen um mich herum gesprochen haben und ganz normal ihren Alltag getan haben. Und ich auch, nur dass ich halt geschwiegen habe. Ich habe ein Schild getragen, manchmal hatte ich keinen Bock drauf, weil ich einfach nicht anders behandelt werden wollte. Und
Aber manchmal ist es auch ganz leicht, wenn du im Laden bist. Ja, ich habe ja dann auch ganz normal meinen Alltag gehabt und wenn ich dann mein Obst und Gemüse gekauft habe, habe ich das halt immer auf den Zettel geschrieben und damit die weiß, warum ich jetzt nicht spreche, habe ich halt mein Schildchen rausgeholt, wo drauf stand, I'm in silence, ich schweige. Und ja, ich habe sozusagen in dem Alltag. Es kann sein, dass das alles so ein bisschen durcheinander rauskommt, aber ich wollte es gern einfach so im Fluss erzählen und habe mir da jetzt nicht so einen Plan gemacht, ne? Also, ich hoffe, es ist für dich trotzdem spannend. Ja, also, mein Alltag sah dann so aus, dass ich bin immer um 4:30 aufgestanden, bin zum Meditieren gegangen. Also es war eine besondere Art. Wir haben die 1000 Namen der Mutter rezitiert. Ich habe das im Stillen sozusagen gemacht, die anderen laut. Und dann war ich meditieren und am Meer, also der Ort, an dem ich da gelebt habe, war am Meer. Es war nicht so, dass man reingehen konnte, weil da zu große Steine war und es war auch Strömung und man sollte auf jeden Fall nicht reingehen. Aber ich konnte da sitzen und das Meeresrauschen lauschen, dem Meeresrauschen lauschen und es war einfach wunderbar am Morgen. Dann habe ich meinen selbstlosen Dienst gemacht, Seva nennt sich das. Sozusagen die ganze Gemeinschaft hat ohne Geld funktioniert. Und also da wurde niemand bezahlt für irgendwas. Es ist eine Gemeinschaft von, im Internet steht 3500 Leute. Es waren bestimmt auch mal so viele Leute da jetzt zu Weihnachten, Silvester. Es war dann aber auch wieder weniger. Also dann vielleicht nur 2000 Leute oder so. Aber es ist auf jeden Fall eine große Gemeinschaft. Und jeder wird angehalten, ist keine Pflicht, aber halt was dazu beizutragen und einen Dienst zu übernehmen. Und ich bin da in der Wäscherei gelandet und habe jeden Tag 2 bis 4 Stunden Wäsche aufgehängt und gefaltet und sortiert und ja, und das habe ich alles in Stille gemacht. Und wir waren ein Team von vielleicht so 10 Leuten, manchmal waren wir auch ein bisschen weniger, aber so ungefähr. Und ja, das waren sehr schöne Erfahrungen. Nach meinem Seva kam dann einfach Mittagessen. Ich habe alle Mahlzeiten alleine zu mir genommen. Und das war auch sehr, sehr besonders. So einfach. Ich habe da so ein bisschen das Gefühl bekommen, ich lebe in einem Paralleluniversum. In dem Ashram ist es zum Glück so, da sind sehr viele Menschen im Prozess mit irgendwas und sehr viele Menschen essen auch mal allein, auch wenn sie jetzt vielleicht sprechen oder so, aber ja, so dass ich da quasi jetzt nicht das die ganze Zeit damit konfrontiert war, dass alle irgendwie gackern zusammensitzen, so, sondern es ist schon ja, ein spiritueller Ort, also ein sehr bewusster Ort, wo sehr viel Achtsamkeit herrscht und sehr viel Mitgefühl herrscht und deswegen halt auch ja die Achtsamkeit dafür, dass dann andere schweigen. Die nehmen da keine Rücksicht so, aber also die nehmen schon Rücksicht, weil sie sprechen mich halt nicht an, ne, sondern wenn sie sehen, dass ich das Schild trage. Und genau, also das war so ein bisschen so wie so ein Paralleluniversum. In meinem eigenen Universum habe ich da gelebt. Das Feedback hinterher, was ich bekommen habe, ist, dass ich irgendwie, dass sie gesagt haben, ich wurde immer lebendiger und fröhlicher. Ich hab nicht gesprochen, aber man hat es mir anscheinend angesehen, so, ne, dass ich einfach viel mehr gestrahlt habe. Und ja, es ist wirklich so eine Zeit der Stille. Bringt einem sehr zu sich selbst und einfach mich kennenzulernen, mit mir Freundschaft zu schließen, mich mir anzunähern, herauszufinden, wie ich bin, wie ich ticke, was für Gedanken ich habe. Und bei dem Seva, also bei diesem meinem Wäschedienst, das war immer, es war so, ich bin da so dankbar für, dass ich das so beobachten konnte die ganze Zeit, weil jedes, also fast jedes Mal in meinem Kopf ging dann irgendwie, wenn ich was gut gemacht habe oder wenn ich irgendwas besonders schnell gemacht habe, ich wollte immer gelobt werden. Da kamen immer wieder die Gedanken so, oh, bitte sag doch mal jemand, dass ich das gut mache, dass ich das toll mache. Und ich habe gemerkt, dass ich immer wieder im Wettbewerb stehe mit den anderen. Oh, ich bin besser als die, ich bin schneller als die. Und ich hatte jetzt die tollere Idee, wie man das noch effektiver gestalten kann und ne, also in diesem Ashram,
Das ist wirklich ein sehr internationaler Ashram, wo aus der ganzen Welt Menschen hinkommen. Ja, natürlich viele Inder, aber auch viele von überall. In dem Wäscheteam waren halt viele Spanier, Franzosen, Schweden, auch andere Deutsche und so. Und diese verschiedenen Mentalitäten dann auch zu erleben und auch in ihrer Arbeitsweise, da habe ich schon sehr stark gespürt, gesehen, erlebt, erfahren, wie die deutsche Arbeitsmentalität ist. So, ne? Und es war für mich sehr bereichernd, das zu bemerken und jetzt zu wissen, ja, weil mit diesem Bewerten die ganze Zeit und auch mit diesem gelobt werden wollen, weil das ist ja was, was mich trennt, was mich abhängig macht. Und natürlich ist es schön, gelobt zu werden. Natürlich ist es nicht schön, zu bewerten und das einfach zu, ja, zu registrieren. Und das hatte ich vorher noch nie so deutlich wahrgenommen, dass es quasi mein Kopf die ganze Zeit macht, mein Ego die ganze Zeit macht. Ich lebe dafür, für ein Miteinander. Ja, ich möchte nicht dieses Trennende, ich bin besser, du bist schlechter. Oder ich bin schlechter, du bist besser. Ne, das ist ja alles Trend, egal in welcher Richtung man das jetzt sieht. Und das sind dann so Aha-Momente, die ich in dieser Stille hatte. Etwas anderes, was mir auch in dieser Zeit so bewusst geworden ist, in dieser Schweigezeit, die dann, ja, letzten Endes waren es 14 Tage, die ich geschwiegen habe. Ich sag dir gleich, warum es keine 30 geworden sind. Ich habe ja diese ganze Zeit dort genutzt, diese 2 Monate. Aber das war halt relativ am Anfang, als ich da angekommen bin, meine Schweigezeit. Ich habe entschieden, dass ich kein Internet und nicht mein Handy benutzen wollte in der Zeit. Und ich bin jemand, ich reflektiere sehr viel im Austausch mit anderen, ja, dass ich das Freundinnen erzähle, wie es mir geht, um dann Feedback zu bekommen oder, ja. Und wenn du schweigst in der Zeit, wo ich geschwiegen habe, das war für mich schön zu merken, ich komme auch allein auf Lösungen, beziehungsweise die Antworten sind in mir. Und mal nicht die ganze Zeit Input von außen zu bekommen, sondern einfach nur mit mir zu sein. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber ich weiß nicht, ob ich das so gut jetzt rausarbeiten kann. Aber ja, für mich ist es einfach eine spannende Erfahrung gewesen, mal nicht die ganze Zeit im Austausch zu sein. Ja, und nicht jedes kleine Problem, was ich habe, oder jedes Thema, was da jetzt gerade hochkommt, mit jemandem zu besprechen. Und zu merken, das verschwindet auch wieder oder es klärt sich von alleine irgendwie. Ich muss das nicht drehen und wenden und irgendwie mit jemandem besprechen, sondern ganz im Gegenteil. Es wurde immer friedlicher in mir. Ich habe ja auch sehr viel meditiert in der Zeit und dabei übe ich ja immer, die Gedanken einfach vorbeiziehen zu lassen, mich nicht drin zu verhaken. Ich habe das ja auch selber gespürt, dass ich immer freier geworden bin, immer leichter geworden bin. Und als letztes möchte ich noch ein spannendes, für mich auch sehr erleichterndes Erfahrung mit dir teilen. Und zwar, ich war ja in diesem Wäscheteam, ne? Die haben sich auch, das haben auch gewechselt, nicht alle waren längere Zeit da, aber es gab ein paar, die sozusagen mit mir die ganze Zeit da waren, die mitbekommen, also die mich sozusagen 2 Wochen erlebt haben, wie ich da geschwiegen habe, oder sei es auch nur 1 Woche. Und auch über dieses Schweigen, ich habe natürlich trotzdem manchmal mit jemandem zusammen was zusammengefaltet, wenn es jetzt ein großes Laken war oder so. Oder ich habe, wir mussten auch manchmal so über Blicke oder irgendwas kommunizieren. Ich habe dann halt keine Worte verwendet, aber so halt, was zu tun ist oder so. Und es war irgendwie schön, dass ich quasi mit 2 wirklich tief und mit 2, 3 anderen auch noch sozusagen so ein bisschen loser, aber wie Freundschaft geschlossen habe. Und sozusagen, ohne dass ich jetzt irgendwas Spannendes erzählt habe oder irgendwie dachte, oh, jetzt habe ich was Interessantes gesagt oder das könnte jetzt, also das mache ich ja nicht bewusst, ne, aber
Normalerweise lerne ich ja Menschen über die Kommunikation kennen, indem ich mit jemandem rede. Und dann sind aber hinterher zwei Menschen auf mich zugekommen, die mich unbedingt kennenlernen wollten, weil sie das spannend fanden und wie sie mich da erlebt haben. Und oh, das ist so erleichternd, ja, dass ich, weil ich war ja da nicht irgendwie besonders oder so, oder habe nicht gedacht, oh, ich muss jetzt mich toll kleiden oder irgendwas Tolles sagen oder so, sondern ich war einfach. Und dass dann Menschen das anziehend finden und daraufhin auf mich zukommen, um mich kennenzulernen, das fand ich für mich persönlich, war das was sehr Befreiendes. Jetzt verrate ich dir, warum ich nicht 30 Tage geschwiegen habe, wollte gerade Fasten sagen. Ich war ja in dem Ashram, der von einer spirituellen Lehrerin geleitet wird. Amma heißt sie. Und die macht regelmäßig so Touren auf der ganzen Welt, aber zu der Zeit war halt Indien dran und die Südindien-Tour stand an. Und ich wusste, dass das viel zu schwierig ist, auf dieser Tour zu sein mit ihr. Und ich habe halt gemerkt, ich möchte damit. Und habe dann halt beschlossen, dass ich mein Schweigen dann abbreche und mit auf die Tour gehe. Ja, ich bin ja sonst so selbst, immer selbstbestimmt auf Reisen gewesen und ich bin ja gerade auf dem so Weg, mich zu erweitern und Dinge, die ich vorher nicht für möglich gehalten habe, kann ich jetzt tun. Und diese Reise ist halt fremdbestimmt. Ich bin dann fremdbestimmt, weil da immer jemand sagt, so, jetzt reisen wir ab, jetzt fahren wir dahin, jetzt fahren wir dahin, jetzt bleiben wir hier, jetzt, ne? Und das war irgendwie, das war so eine Herausforderung, der ich mich stellen wollte. Und deswegen war das für mich total reizvoll, obwohl ich tierische Angst davor hatte, das zu tun. Und deswegen habe ich nicht 30 Tage geschwiegen, sondern nur 2 Wochen. Aber ich möchte auf jeden Fall irgendwann 30 Tage schweigen und bin gespannt auf diese Erfahrung. Falls du auch schon mal einen ganzen Monat geschwiegen hast, dann schreib das gerne mal in die Kommentare. Ich finde es super spannend oder verlinke ein Video, wenn du da mal ein Video zu gemacht hast. Ich hoffe, es war spannend für dich, darüber was zu erfahren, über dieses Schweigen. Und ja. Hier erscheinen jetzt gleich noch 2 Videos. Schau da gerne weiter, wenn du magst. Abonnier den Kanal und dann verpasst du kein Video mehr. Und wir können dieses bewusste Leben einfach immer weiter verbreiten. Und ja, bis zum nächsten Video. Ciao.